Hallo liebe Leute und guten Morgen! Ich habe mir gedacht heute, dass ich euch mal mitnehme und euch mal zeige, wie unser Urlaub so abläuft oder beziehungsweise wie ein Tag unseres Urlaubs so abläuft, wo wir so hingehen. Ich bin hier gerade nämlich auf Ibiza mit meiner Schwester. Es ist super schön, wir genießen es total. Die Ruhe tut mir richtig gut, muss ich sagen. Ich merke auch schon, wie einfach alles besser wird. Die Haut hier, ich bin mit einer super schlechten Haut hergekommen, mit richtig trockenen Stellen, mit roten Augen und sonst was alles. Also die Sonne, das Klima und das Meer, es tut mir richtig gut. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt wo ich so in Stimmung bin, nehme ich euch mal mit. Ja, meinen Tag hier auf Ibiza starte ich immer mit Sport. Also bevor ich nur frühstücken gehe, gehe ich erstmal auf unser Balkon mit dieser traumhaften Aussicht und mache erstmal Sport. Aber dazu habe ich ja am Anfang des Videos euch was eingeblendet, so ein paar Sachen, die ich mache. Ich nehme meistens ungefähr 40 Minuten bis eine Stunde Zeit dafür und dann, finde ich, startet man viel fitter in den Tag. Und danach gehen wir frühstücken und was wir heute gefrühstückt haben, zeige ich euch jetzt. Dem Frühstück, dann gehen wir meistens entweder an den Pool oder an den Strand und heute gehen wir an den Strand und zwar an einen der schönsten Strände eigentlich hier auf Ibiza und zwar heißt der Cala Salada und dafür packe ich mir natürlich eine Tasche und was ich so mitnehme, das möchte ich euch heute gerne mal zeigen. Und kurz vorm Urlaub habe ich mir so eine Tasche gekauft, die ist perfekt für den Strand, die ist vom H&M und die ist hier so ein bisschen kaputt gewesen, deswegen hat die glaube auch nur 5 Euro gekostet, aber ich denke, ich werde die hier auch noch im Urlaub einfach hier lassen. So, und in diese Tasche packen wir ein, wie immer sehr, sehr wichtig, Wasser. Das ist eigentlich mit das Allerwichtigste. Sonnencreme, aber ich probiere mich eigentlich immer schon im Raum, im Hotel, bevor es losgeht, einzucremen. Weil wenn man am Strand ist, dann ist es schon viel zu spät. Dann nehmen wir uns natürlich immer mit was zum Snacken. Wir haben hier Datteln dabei und eine Melone. Die haben wir gestern schon aufgeschnitten hier. Die müssen wir noch schauen, wie wir die einpacken. Und was wir auf jeden Fall auch mitnehmen, sind Taschentücher. Man weiß ja nie. Autoschlüssel. Wir haben uns hier nämlich ein Auto gemietet, so ein Fiat 500. Und mir gefällt das Auto so gut, gell? Ich habe schon gesagt, wenn ich nach Hause komme, will ich das auch haben. Und dann nehme ich mir auch immer einen Hut mit. Und zwar diesen hier. Ich liebe Hüte ja sowieso, das wisst ihr ja. Aber so einen leichten Strohhut für den Urlaub, das ist auch sehr cool. Den habe ich mal bei Zara gekauft, aber ich weiß auch nicht mehr wann. Was ich noch mitnehme, ist so ein Lippenöl oder irgendwas, weil wie gesagt, ich habe hier so trockene Stellen gehabt. Das habe ich euch auf Instagram erzählt. Ich hatte nämlich so einen starken Vitaminmangel auch. Deswegen habe ich auch so Vitamine mitgenommen. Ich kann euch mal zeigen, vielleicht ist es auch für euch interessant. Solche. Kennt ihr die vielleicht? Orthomol Tagesportion. Das war so eine Ein-Monats-Kur, extra für Frauen. Und ich muss sagen, das ist echt gut. Meine Lippe ist auf jeden Fall schon besser geworden. Hier oben ist nichts mehr trocken, nur noch hier an den Seiten. Und es dauert so lange, bis es weggeht. Ein bisschen Kleingeld für ein Käppchen zwischendurch. Ein Haargummi, damit ich nicht verrückt werde. Ich kann nicht mit offenen Haaren am Strand. Es ist einfach heiß und alles nervt.
Und was auch sehr, 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 sehr wichtig ist, ist so ein Spray fürs Gesicht, so ein Feuchtigkeitsspray. Und so habe ich das hier von Paula's Choice. Das heißt Refreshing Moisture Mist für All Skin Types. Und ja, das ist einfach die Rettung wirklich, wenn ihr denkt so, boah, ich kann nicht mehr, ich fange gleich an zu brennen, mir ist so heiß und es ist gerade alles so too much, dann sprüht ihr euch das auf und wenn so ein leichter Wind kommt, dann ist es einfach perfekt. Und ich liebe das total, wir benutzen das mit meiner Schwester zusammen und das habe ich zugeschickt bekommen, kurz bevor ich in Urlaub bin, also Timing perfekt. Vielen Dank nochmal dafür. Da kommt aber ein ziemlich starker Strahl raus, deswegen würde ich euch nicht empfehlen, das aufs Make-up aufzutragen, sondern wirklich nur auf eure Haut. Und das tut wirklich sehr, sehr gut. Ja, und ansonsten, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ah ja, natürlich ein Handtuch. So ein Tuch, das habe ich mir, glaube ich, als ich in Portugal war, mal gekauft. Und da nehme ich mir noch ein Buch mit. Und zwar dieses. Und das Buch, das habe ich euch schon auf meiner Insta-Story gezeigt. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, please do this. Und zwar ist das ein Buch, das ich hier im Hotel mir ausgesucht habe. Ich glaube, hier haben Hotelgäste einfach mal ihre Bücher nicht immer mitgenommen, sondern einfach liegen lassen. Und da gibt es wirklich so eine kleine Kommode, wo ganz viele Bücher stehen, schon gelesen. Das finde ich ziemlich cool. Und da habe ich mir das rausgenommen. Ich habe aber allerdings noch keine eine Seite gelesen. Ich nehme es aber trotzdem immer brav mit. Und ja, das war's auch schon. Und jetzt fahren wir los und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zuschauen. Guck mal, wie wunderschön. Wir sind extra sehr früh gekommen, also kurz nach 9, halb 10. weil hier sonst so voll ist, dass man auch verstehen kann, das ist wirklich einer der schönsten Strände hier auf Ibiza. Und hier springen alle von den Klippen, also von der vielleicht nicht, aber da hinten. Und dahinter ist noch ein Strand. Muss man halt richtig drüber klettern hier. Wir gucken mal, wo wir da hingehen. Aber ich wollte euch schon mal zeigen, wie schön das ist. Wir gehen jetzt mal das Wasser testen. Wir sind jetzt nämlich da. Wir sind über diese ganzen Klippen gelaufen. Wirklich. Die alle, die man sieht. Gott sei Dank leben wir noch. Mit Flipflops. Mama, mach dir keine Sorgen, es hat geklappt. Auf eigene Gefahr gehe ich die Kamera in. Let's get naked. So Leute, im Wasser. Beautiful, aber auch sehr gefährlich. Ich habe schon Angst um meine Kamera, deswegen wird es ein kurzer Clip. Tschüssi! Es ist mittlerweile schon ziemlich voll geworden und wahrscheinlich gehen wir jetzt gleich wieder ins Hotel und legen uns in den Pool oder so. Und sonst, was der Plan für heute? Ich gehe in die Stadt Döner essen. Ganz traditionell. Schauen wir noch. Ganz spanisch, typisch für Spanien, Döner. Ja, die Lydia muss noch bald wieder nach Hause fliegen. Naja, geht noch, gell? Noch nicht ganz bald. Damals bald. Und dann kommt Toschki. Hallo Leute, oh Gott, ich bin so verpennt aus. Wir sind am Pool bei uns im Hotel. Ich hoffe, man kann das sehen. Ist ganz schön hier, läuft gute Musik, meistens gute. Heute sehr monoton, für den das Geschmack, gell? Und wir machen hier eigentlich nachmittags immer so eine kleine Pause. Oh Gott, so sieht man aus, wenn man im Urlaub ist. Und dann haben wir jetzt eine Portion Pommes bestellt. Einen Kaffee, den trinken wir hier immer. Der ist nicht so gut, muss man ehrlich sagen. Aber sonst ist eigentlich alles ganz gut. Und jetzt fanden wir uns und ich habe gedacht,
Für uns ist zwar voll schön hier, ne, alles zu sehen und so, aber für euch, ich hoffe, der Vlog wird nicht zu langweilig. Weil wir machen halt nichts, gell? Wir chillen nur. Hier ist die Fries. Hier ist der Coffee. Bist auf Sendung. Was? Bist auf Sendung. So, ich zeig euch mal jetzt diesen Refreshing Moisture Rest. Und zwar spannt die Haut dann auch nichts ab. Die Haut spannt auch nicht, das ist sehr cool. Wenn man so lange liegt, dann nicht mal erfrischen will. Aber ich würde euch das nicht empfehlen, über das Make-up zu machen, weil es ist sehr, da kommt super viel raus. Das ist so ein strenger Strahl. Gell? Hm. Also aber tut echt gut. Und wenn dann noch so ein leichter Wind geht, dann ist richtig schön. Hello again. Ich melde mich noch ein letztes Mal heute. Wir waren gerade ein bisschen unterwegs, ein bisschen draußen und ich habe mich gerade abgeschminkt. Und geschminkt war ich. Ich hatte nur Augenbrauengel und Wimperntusche fertig. Mehr ist nicht drin im Urlaub. Also meistens. Und bevor ich jetzt schlafen gehe, wollte ich euch noch Danke fürs Einschalten sagen. Und ich wollte euch noch abschließend zeigen, mit was ich mich so pflege nach der Sonne, also als After Sun. Ich hoffe, das wackelt nicht so sehr. Weil das ist mit der wichtigste Schritt, weil mit Schlafen gehen mit einer Haut, die spannt nach dem Sonnenbaden, das geht immer gar nicht. Und also ich benutze eigentlich fast immer dieses Aloe Vera Gel, was ich von The Body Shop zugeschickt bekommen habe, das ist auch schon fast leer. Das benutze ich mit meiner Schwester zusammen und das ist wirklich sehr, sehr schön. Auch wenn die Haut gerade so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, noch abgekühlt werden muss und ein bisschen geheilt werden muss, passt das sehr gut. Und sonst benutze ich noch ganz gerne Kokosöl. Und zwar habe ich mir das aus Deutschland mitgebracht hier. Das ist gerade ganz flüssig hier drin, weil es hier so warm ist. Und das benutze ich auch meine Schwester zusammen. Und falls wir uns so fast wie verbrannt haben, wenn es mit dem so ist, ich habe das manchmal hier im Dekolleté-Bereich, dann trage ich das super gerne auf. Das ist zwar sehr ölig und glitschig, aber ich muss sagen, das hilft so sehr und man schält sich nicht und man wird einfach schnell braun statt rot. Deswegen ist es einfach klasse. Und fürs Gesicht als After Sun benutze ich dieses Serum von Paula's Choice, das ich zugeschickt bekommen habe. Bin sehr froh darüber, weil ich liebe Paula's Choice Produkte, das wisst ihr ja. Ich habe ja immer mal wieder was Neues. Und das letzte Serum, das ich benutzt habe, habe ich in Verbindung mit Make-up benutzt. Das habe ich euch auch in Favoriten gezeigt und auch in Make-up-Tutorials. So ein Serum, der auch gleichzeitig ein Primer ist. Und das habe ich zusammen mit der Foundation ein bisschen verdünnt, damit meine Foundation insgesamt leichter aussieht. Und das ist jetzt ein neues Serum. Und das weiß ich nicht, ob ich das unter die Foundation... Ich würde vielleicht damit keine Foundation verdünnen, aber als Unterschicht würde ich das auftragen und vor allem als After Sun. Hier sind nämlich ganz, ganz viele gesunde Öle drin und was auch sehr cool ist, hier ist Öl von Chiasamen, von Leinsamen und von... Warte mal, ich gucke nochmal nach. Ich fand das nämlich so cool, da wollte ich euch unbedingt erzählen, was hier drin ist, weil das sind alles... Sachen, die ich eigentlich esse. Deswegen fand ich das so cool, dass das hier drin ist. Passionsfruchtsamen, Leinsamen und Chiasamen. Also die Öle von diesen Samen sind hier drin. Und es ist duft- und farbstofffrei, was sehr, sehr cool ist, weil ich habe euch erzählt, dass ich hier so sehr trockene Stellen hatte. Und ich muss sagen, damit, ich habe das wirklich schon nach zwei, drei Mal ist es schon weggegangen. Ganz viel mit diesen Vitaminen, die ich nehme, ist besser geworden, aber auch mit diesem Serum ist wirklich sehr, sehr schön alles abgeheilt, also beziehungsweise im guten Heilprozess. Und das fühlt sich so gut an. Das ist sehr leicht auf der Haut, sehr wässrig, aber eine ganz, ganz tolle Pflege und benutze ich wirklich die ganze Zeit. Und es hilft mir auch total eben als After Sun. Werde ich natürlich auch weiterhin zu Hause benutzen, auch nicht als After Sun, sondern auch so morgens und abends. Es ist einfach eine sehr schöne Pflege. Und ja, ansonsten... Oh, mein Arm tut mir so weh. Jetzt ganz schön gut. Ansonsten stehe ich gerade im Bad. Sorry. Ich danke euch sehr fürs Einschalten. Ich habe hier noch fleißig geshoppt. Also falls ihr vielleicht Lust habt auf ein Haul oder so,
dann schreib mir mal einen Kommentar, würde ich sehr gerne hier drehen, weil ich kann jetzt auch nicht mehr so ruhig sitzen, irgendwas will ich tun, welche Videos will ich jetzt drehen. Und deswegen, falls ihr irgendwelche Ideen habt, ich bin noch eine Woche hier, sogar ein bisschen länger, dann schreibt mir gerne, was ihr noch sehen möchtet. Und jetzt verabschiede ich mich von euch. Alle Produkte, die ich euch gezeigt habe, findet ihr in der Infobox. Vielen Dank an Paula's Choice für die Zusammenarbeit in diesem Video. Hat mich wieder sehr gefreut. Und danke euch Mädels, dass ihr meine Videos schaut. Danke für eure Unterstützung. Und hoffentlich bis ganz bald. Alles Liebe.